Hallo, in diesem Screencast möchte ich den Textualizer vorstellen. Textualizer ist ein jQuery-Plugin, das Text animiert, wie man hier schon sieht. Der Textualizer ist auf dieser Seite zu finden. Und wie kann man nun den Textualizer anwenden für seine Zwecke auf seiner Webseite? Man erstellt eine Webseite und bindet die folgenden Skripte ein. Einmal das jQuery-Skript und dann direkt das Textualizer-Skript. Direkt mit diesen beiden URLs. Die Skripte kann man sich auch herunterladen auf seinen PC oder auf seinen Webserver. So muss man selbstverständlich auch die URL dann verändern. Beachten sollte man ebenfalls die Lizenzen der beiden Skripte. Dann geht es weiter. Es gibt einen Div-Container mit einer bestimmten ID. In diesem Div-Container sollen dann die Texte angezeigt werden. Per CSS wird der Div-Container bzw. dann der Inhalt formatiert. Hier kann man die Textgröße verändern, die Textfarbe, die Größe des Containers und so weiter. Und dann geht es hier unten eigentlich mit dem Textualizer los. Es gibt eine Variable, die heißt List. Und in dieser Variable kann man verschiedene Texte angeben. Mehrere Texte, die dann animiert bzw. vom Textualizer dann angezeigt werden. Es gibt Optionen. Wie lange wird ein Text angezeigt? Wie lange dauert es, bis sich die Zeichen bewegen zum neuen Text? Und mit welchem Effekt geschieht das? Diese Effekte hier gibt es. Dann wird der Textualizer an den Div-Container mit der bestimmten ID gebunden. Und dann werden die Variablen, also zum einen die Texte und die Optionen, den Textualizer übergeben. Der Textualizer wird mit dieser Funktion gestartet. Außerdem gibt es noch diese Funktionen, um den Textualizer zu stoppen, mal eine Pause zu machen bei der Animation bzw. die Instanz des Textualizers ganz zu löschen. Und so funktioniert das dann. Erstmal speichern und dann eben die bzw. die HTML aufrufen mit Firefox zum Beispiel. Und das ist dann das Endergebnis. Text 1 wird als erstes angezeigt, dann Hello World und dann Screencasts. Ciao und viel Glück!